So, wir beschäftigen uns heute mal mit Aussagen der folgenden Form. Für alle a aus den ganzen Zahlen gilt 2 teilt a und 3 teilt a. Daraus folgt 6 teilt a. So, das gilt offensichtlich. Ne? Also da haben wir ein ganz gutes Gefühl, dass es gilt. Wenn man ein Beispiel macht, ne, man sucht sich mal eine Zahl a, die von 2 und von 3 geteilt wird. Okay, da wird man nur Zahlen finden, die auch von 6 geteilt werden. Ne? Das liegt irgendwie an der Tatsache, dass 2 und 3 Primzahlen sind und sich gegenseitig nicht teilen. Ne? Diese Aussage ist aber auch gültig für vielleicht für folgende Aussage hier. Für alle a vom Typ z gilt, 3 teilt a und 4 teilt a. Daraus folgt 12 teilt a. Wenn wir uns mal eine Zahl suchen, die von 3 und von 4 geteilt wird, beispielsweise die 24, ja. 3 teilt 24 und 4 teilt 24. Ja, und es gilt auch, dass 12 24 teilt. Und jetzt kann man ein bisschen suchen und man wird keine Zahl a finden, die von 3 und von 4 geteilt wird, aber nicht von 12. So, jetzt haben wir aber den Fall hier, das ist gar keine Primzahl, die 4, ne? Sondern die 4 ist ja eine Primzahlpotenz. Okay, aber 3 ist eine Primzahl, eine andere Primzahl, ist also 3 hoch 1, das ist 2 Quadrat und das schließt sich auch gegenseitig irgendwie aus, sodass man davon ausgehen kann, dass, ja, wenn die eine Primzahlpotenz a teilt und die andere Primzahlpotenz a teilt, dass dann auch das Produkt der beiden Primzahlpotenzen a teilt. Ein bisschen anders sieht es hier aus in der Situation. 2 teilt a und 6 teilt a. Daraus folgt 12 teilt a. Wenn man sich diese Aussage mal hernimmt, da wird man relativ schnell feststellen, dass das gar nicht stimmt. Ne? Gegenbeispiel ist 2 teilt 6 und 6 teilt 6. Aber nicht 12 teilt 6. Jetzt kann man sich mal überlegen, woran liegt denn das, ne? Dass das hier nicht geht. Das liegt an der Tatsache, dass, wenn man diese Teiler hier mal betrachtet, die bezüglich ihrer Primzahlpotenzen nicht überschneidungsfrei sind. Also hier in der 6 kommt auch die 2 drin vor. Deswegen kann ich dieses Gegenbeispiel so konstruieren. Ne? Wenn ich für a 6 einsetze, weil die 2 ein Teil von 6 ist, taucht das Problem auf. Aber auch folgende Aussage ist falsch. Für alle a vom Typ z gilt 4 teilt a und 6 teilt a. Daraus folgt 24 teilt a. Das gilt auch nicht. Auch weil die Primfaktorzerlegungen der 4 und der 6 nicht überschneidungsfrei sind. Beide sind nämlich, in beiden steckt die 2 hoch 1 drin. Das ist zwar 2 hoch 2, aber da ist auch die 2 hoch 1 drin, hier ist die 2 hoch 1 drin. Und das ermöglicht es mir, ein Gegenbeispiel zu konstruieren. Nämlich, wenn ich jetzt aus einem von beiden die 2 rausnehme, dann habe ich hier das Beispiel 4 teilt 12 und 6 teilt 12. Ja, ich habe sozusagen aus dem Produkt 4 mal 6 habe ich eine 2 rausgenommen, also 24 durch 2 geteilt, dann kommt 12 raus. 4 teilt 12 und 6 teilt 12, aber nicht 24 teilt 12. So, es scheint also wohl so zu sein, dann bleiben wir mal hier, es scheint also wohl so zu sein, dass Folgendes nur unter einer bestimmten Bedingung gilt. Für alle x, y und a, so nenne ich es jetzt mal, okay, vom Typ z gilt, x teilt a und y teilt a. Daraus folgt x mal y teilt a. Das scheint nicht allgemein zu gelten. Hier beispielsweise gilt es nicht in den beiden Fällen, ja? X teilt a und y teilt a, aber x mal y teilt nicht a, weil ich x, y so gewählt habe mit
ja, nicht überschneidungsfreier Primfaktorzerlegung, sodass hier ich einen Fall konstruieren kann, wo es nicht gilt. Nicht überschneidungsfreie Primfaktorzerlegung bedeutet aber letztlich, x und y sind teilerfremd. Die haben keinen gemeinsamen Teiler, außer der 1 natürlich. Das bedeutet ja teilerfremd. Anders gesagt, teilerfremd heißt und der größte gemeinsame Teiler von x und y ist gleich 1. Das könnten wir allgemein zeigen. Wenn wir das allgemein gezeigt haben, dann haben wir auch die Spezialfälle hier oben gezeigt, ne? Weil 2 teilt a und 3 teilt a und der GGT von 2 und 3 ist 1, also gilt auch 6 teilt a. Also das Produkt teilt a. Genauso hier. Der GGT von 3 und 4, der ist 1, also teilt auch 3 mal 4 a. Das heißt, diese beiden Spezialfälle hier oben sind letztlich Beispielinstanzierungen für diesen allgemeinen Satz hier unten. Und wenn wir den bewiesen haben, haben wir das oben gleich mitbewiesen. Das ist das Schöne von Allgemeinheit. Je allgemeiner man was beweisen kann, umso mehr kann man sagen und umso mehr erledigt sich von selbst. So, das machen wir jetzt mal. Also, seien x, y, a fest, aber beliebig. Es gelte x teilt a und y teilt a und der GGT von x und y ist gleich 1. Was ist zu zeigen? X mal y teilt a. Ne, wir haben eine Implikation zu zeigen, also gehen wir mal von der Voraussetzung aus und zeigen, dass dann auch die Folgerung gilt. Gut. Was können wir jetzt sagen? Das kann man ein bisschen rumprobieren. Wir haben das auch schon mal in der Vorlesung probiert zu beweisen. Heute haben wir das mal probiert. Da kann man auf verschiedene Ideen kommen. Ich kürze jetzt mal ab, ne? Ich weiß schon, wie es geht. Deswegen versuche ich mal sozusagen die Grundstruktur des Beweises deutlich zu machen. Hieraus, aus dem vorderen Teil, aus dem hier, können wir folgern, also sagen wir aus x teilt a und y teilt a, können wir folgern, a ist Element der vielfachen Menge von x geschnitten mit der vielfachen Menge von y. Heißt, a ist gemeinsames Vielfaches von x und y. Welche Farbe nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal grün hier. Aus diesem Teil GGT von x und y gleich 1 kann man Folgendes folgern. Wir wissen ja, der GGT von x und y mal dem KGV von x und y ist gleich x mal y, ne? Und weil wir wissen, der GGT ist 1, dann ist das hier ja dasselbe wie KGV von x und y und das ist gleich x mal y. Wir wissen, der GGT mal dem KGV ist gleich x mal y. So, weil der GGT 1 ist, kann man weglassen. Aus hier oben wissen wir noch, wenn a ein Element der gemeinsamen Vielfachen ist, das haben wir heute mal in der Vorlesung gezeigt, dann heißt es auch, a ist Element der vielfachen Menge des KGV von x und y. Also a ist ein Vielfaches des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von x und y. Das haben wir heute gezeigt. Das heißt, aus beidem zusammen, jetzt kann ich nicht rot-grün schreiben, aber das macht nichts, machen wir es wieder schwarz. Aus beidem zusammen kann ich sagen, aus dem hier oben weiß ich, KGV von x und y teilt a. Und hier unten raus kann ich sagen, weiß ich, KGV von x ist x mal y, ne? Also weiß ich, x mal y teilt a. Ja, und das ist genau das, was zu zeigen war. X mal y teilt a.
Ja, da können wir hier ein schönes QED drunter setzen, würde ich sagen. Und wir haben damit auch automatisch die Ausgangsspezialfälle gezeigt. Na? Wunderschön.